Meiner Meinung nach sollte man Freundschaften pflegen, besonders alte Freundschaften, die immer noch bestehen. Johnny ist auf jeden Fall ein Kindheitsfreund von mir. Und das Kuriose ist, wir sehen uns so selten. Aber vielleicht kennt ihr das, wenn man jemanden nicht oft sieht. Aber wenn man sich mal sieht, hat man dann so extrem intensive Gespräche. Und die hauen dann auch richtig rein. Und in dem Moment, wo man mit seinem alten Freund oder alten besten Freund spricht, fragt man sich manchmal so, ey, wieso machen wir das eigentlich nicht öfter? So, warum sehen wir uns eigentlich so selten? Aber das Komische ist ja auch irgendwie gewesen, dass Johnny Musik macht und auch früher schon gemacht hat. Ich habe schon früher Musik gemacht und mache es immer noch. Aber irgendwie kam es nie zu einem Feature, weil wir einfach darüber nie geredet haben, so. Und ich hatte einfach mal Bock, wieder mal mit Johnny einfach mal was zu unternehmen und habe ihn dann einfach angerufen und habe mich dann einfach an der Spree auf eine Shisha mit ihm getroffen. Berliner Bier. Ich riech das schon die ganze Zeit, das riecht so geil. Oh. Ich habe ja schon ewig nicht mehr geraucht. Ja, aber Digga, das lohnt sich. Safe. Das ist richtig geil, 100%, Alter. 100%. Das schmeckt richtig, richtig gut. Das riecht man auch intensiv, ja. Und sonst, was geht bei dir, Bruder? Na, Digga, ich bin eigentlich immer noch der alte, ja, der Freestyler. Hab jetzt ein, zwei Tracks aufgenommen. Einer ist auch schon öffentlich. Der andere noch nicht, damit will ich noch ein Musikvideo starten. Krass. Bin aber noch ein bisschen unschlüssig. Aber ich finde schön, dass wir beide noch bei der Musik geblieben sind. Wie eh und je. Wird's Bruder, so ändern, viele, ich kenne so viele von damals, die Musik gemacht haben. Die haben einfach aufgehört, Digga. Die haben einfach Jobs angenommen, haben irgendwelche Sachen gemacht, die unterste Schublade sind. Ich sag dir ehrlich, ich würde so eine Jobs niemals machen. Aber ja, wir sind bei der Musik geblieben, Digga. Weil wir beide, glaube ich, wir machen das auch aus Leidenschaft. Das hat nichts mit Geld zu tun, was wir machen. Das hat einfach was mit Liebe zur Musik zu tun. Richtig. Alter, Alter. Wie sieht's bei dir aus, Bro? Bei mir sieht's aktuell so aus, ich bin ordentlich am Machen. Ne? Ich habe jetzt ein Projekt, das heißt Penthouse. Und da war ich jetzt letztens auch im Studio gewesen. Und das ist, geht so in die Richtung von Sex mit dir. Und das wird auf jeden Fall ein Projekt sein, Digga, wo wir auch ein bisschen mehr investieren werden. Mhm. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Track. Da wird nicht so viel gesungen. Ich habe so zwischen den Zeilen immer so ein bisschen Platz gelassen, damit das leichter aufgenommen werden kann, der Track. Ja. Der muss ein bisschen leichter, weißt du? Ich habe keinen Bock, so einen Track zu machen, wo, wie früher, Digga, wo einfach nur reingerappt wurde, bam, bam, bam. Ich wollte die so ein bisschen so chilliger machen, dass, die, dass man auch die Vibes so ein bisschen besser aufnehmen kann. Und ja. Wir haben uns so lange nicht gesehen, Mann. Wo es mir gerade so auffällt. Ja, Mann, Alter. Du musst mir mal erzählen, wie du hier aufgewachsen bist. Ja? Darüber haben wir nie wirklich richtig gesprochen. Wir kennen uns so lange, haben alles durchgemacht zusammen. Aber du hast mir nie wirklich erzählt, wie du hier aufgewachsen bist. Wie bist du hierher gekommen? Wie waren deine Familienumstände? Ich meine, nicht jeder hat das leicht, weißt du? Bro, guck mal, das wissen ganz viele von meinen Freunden gar nicht, wie die Anfangszeit hier war, weil die meisten, die hier ihre Kindheit hatten, die waren in der Kita. Die hatten eben eine sehr chillige Kindheit so. Mhm. Bei mir war das ein bisschen anders. Meine Mutter war schwanger mit mir, als sie herkam. Sie ist mit meinem Vater zusammen mit meinen zwei Geschwistern vom Krieg geflüchtet. Und da war nicht so Kita, Kinderfeste. Also wir hatten zwar Feste in so einer Flüchtlingsunterkunft. Aber das war natürlich nicht so wie im Kindergarten, Mann. Das ist ja nicht so, dass du jeden Morgen da hingehst. Das ist mal im Monat vielleicht vorgekommen, dass man so ein Kinderfest hatte. Mhm. Aber so wie man eigentlich als Kind lebt, sowas hatte ich nicht, Digga. Du musst dir vorstellen, es gab keinen Kindergarten zu der Zeit, weil man hat auch keine Flüchtlinge angenommen. Weil guck mal, ich bin 96 geboren und wir hatten keinen Status hier. Bei uns war das so, die hätten uns jederzeit abschieben können. Und bevor man da einen Vertrag macht, dass ein Kind regulär in die Kita kann, du wurdest einfach nicht angenommen.
Es war einfach so, man wurde einfach nicht angenommen. Und Abfuck. Richtig Abfuck, Dicker. Und deswegen auch mit der deutschen Sprache, bei mir hat das ziemlich spät angefangen. Wir hatten viel, was andere Kinder nicht hatten. Diese Freiheit, einfach aufzustehen, wann du willst. Du hast Menschen aus allen Nationen gehabt, aber so ein geregeltes Leben, dass ein Kind wirklich auch die deutsche Sprache und so, was gab's für mich? Digga, ich habe Deutsch mit 7 angefangen, so 7, 8, wirklich zu lernen. Was aber krass ist, ich war letztens in der Gegend und diese Flüchtlingsheime, also hat man für Flüchtlingsheim genannt, es sind ja 5 Blöcke. Du musst dir vorstellen, in einem so einem Wohnblock haben so 300 Familien gelebt und du hast davon 5 Stück. Und die stehen immer noch da, Digga, aber ausgeräumt. Also die sind wirklich komplett leer so. Mhm. Die Fenster wurden noch ausgebaut, manche wurden rausgeschlagen. Aber wenn du da hingehst, Digga, du hast immer noch so dieses Feeling. Du hast noch dieses Gefühl. Und Digga, wenn du Bock hast, können wir gerne dahin fahren. Ja, safe, ich würde es echt gerne sehen. 100%. Digga, geil. Wir kennen uns schon so lange, Mann. Und lass uns safe Feeling heute noch dahin fahren. Digga, lass auf jeden Fall noch diese Pfeife hier zu Ende rauchen und lass safe dahin fahren. Das ist krass, wenn du einmal da gewesen bist, dann weißt du, was ich meine. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Das sieht krass aus, weil die Gebäude, die sehen immer noch so aus wie von Jahren 1996. Ich fand das ganz stark, dass er Interesse gezeigt hat, auch als Freund einfach. Das ist zwar das, was man heutzutage, was man generell von Freunden erwarten sollte, dass sie auch Interesse zeigen. Aber bei ihm hat mich das irgendwie noch mal mehr gefreut, weil er nun mal Johnny ist. So. Johnny ist für mich jemand so, den ich mag ihn einfach. Ich kenne ihn von früher, ich kenne die Family. Also als wir dann auf dem Weg zum Flüchtlingsheim waren, habe ich ihm dann auch noch mal erklärt, wie kompliziert eigentlich das Leben hier ist für einen, der kein Deutscher ist. So. Als ich da gewohnt habe, war das eigentlich so typisch, dass so in der Woche einmal bis zweimal die Polizei vorbeikam, aber nicht so Streifenwagen, sondern es kam wirklich so ein richtiger Einsatzwagen, Dicker, wo die so mit Helme und so in das Heim reingestürmt kamen. Mannschaftswagen, genau. Und du musst dir vorstellen, die Gebäude, die wirst du ja gleich sehen, die sind halt sehr, sehr breit. Und dementsprechend ist auch der Flur auf jeder Etage sehr, sehr lang. Also ungefähr so 200 Meter geht ein Flur. Und das Ding ist, dass wenn die hochgerannt sind, die hast du schon gehört. Und wenn jetzt irgendwie Mütter mit kleinen Kindern da waren, also wirklich Babys, und die waren gerade am Stillen, Digga, die haben die Tür einfach erstmal voll gegengetreten, gegengeboxt, wenn keiner aufgemacht hat, ist ja normal. Digga, die kommen aus einem Land, wo gerade Krieg ist. Und der Krieg hat sich jetzt angeblich gelegt und jetzt ist es ein Nicht-Risikogebiet. Dann sind die gekommen, haben die abgeholt. Und meistens ging 3 Uhr morgens und oder die sind da reingestürmt, haben den Leuten da Todesangst eingejagt und haben die dann einfach mitgenommen. Ja. Die waren auch alle geduldet, genau wie meine Familie. Wie funktioniert das so mit der Duldung, ja? Bruder, du kannst dir das vorstellen, mit der Duldung ist es so, du gehst alle 3 Monate zur Ausländerbehörde. Und du verlängerst halt alle 3 Monate deine Duldung. Also es ist kein, du hast keinen Aufenthaltsstatus, es ist einfach ein
Ja, das ist eine Duldung. Also eigentlich, man duldet dich einfach nur, wie schon der Name sagt. Man duldet dich. Du hast hier keinen offiziellen Status. Und du bekommst so ein grünes Papier, da ist ein Foto drauf, da ist ein Name drauf, so dass du praktisch bei der Ausländerbehörde registriert bist. Aber das ist kein Aufenthalt. Du kannst mit diesem grünen Zettel keinen Vertrag abschließen, du kannst eigentlich nichts machen. Also keine Finanzierung, kannst wirklich eigentlich so gut wie nichts machen. Du bist praktisch nur hier, um zu überleben. Ich kann mir vorstellen, die Ausländerbehörde war auch nicht immer ganz korrekt. Oder Ausländerbehörde, Digga, die haben so Sätze damals zu meinem Vater gesagt, weil ich bin hier auf die Welt gekommen und erst mit meiner Schwester und mit meinem Bruder ist er nach Deutschland gekommen, mit meiner Mutter zusammen. Und dann meinte die bei der Ausländerbehörde so zu meinem Vater, bist du hierher gekommen, um Kinder zu machen, damit du Bleiberecht bekommst oder was? Was? So eine Sache, Digga. Das war voll normal, dass die sowas gesagt haben, weil, Digga, du hattest doch keinen Status, willst du dich beschweren mit einer Duldung? Kannst du nicht. Du kannst gar nichts machen, Digga. Aber, ich sag mal so, als Kinder, das Einzige, was du wirklich mal mitbekommen hast, war halt immer so die Sache, dass meine Mutter halt uns immer darauf vorbereitet hat. Sie hat uns halt immer so darauf hingewiesen, ey, es kann sein, dass die Polizei kommt, dass sie uns abholen und dann fahren wir nach Hause. Aber für uns als Kinder, Digga, ich wusste nicht, was ist jetzt Albaner, was ist jetzt Deutscher, was ist jetzt ein Russe, ein Aserbaidschaner. Ist auch egal. Weißt du, genau, als Kind verstehst du nicht, warum du ein Land verlassen musst. Weil für dich gehört das ja irgendwie zum, weil du bist ja da. Das Einzige, was du als Kind schon sehr früh merkst, ist, dass es eben Leute gibt, die nicht deine Sprache sprechen. Aber ansonsten, so du verstehst nicht, warum man nach Hause gehen muss. Es gibt einfach keinen Grund für ein Kind. Und immer wenn die Polizei kam, hast du es dann abends gehört, so, das war mega laut. Auf einmal haben die angefangen zu schreien, zu weinen. Digga, das sind eigentlich Sachen, die hätte ein Kind in meinem Alter damals nicht sehen und hören sollen. Aber es ist nur mal passiert. So, weißt du, und es ist, glaube ich, ein Zufall. Oder was heißt Zufall? Aber vielleicht stand es geschrieben vom Gott, dass wir einfach hier bleiben sollten, weißt du? Ja. Weil im Endeffekt, so, guck mal, ich habe mich, jetzt komme ich, bin 25 Jahre alt, ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe meinen Job. So, weißt du? Ja, schön. Das ist, es hätte alles anders ausgehen können, wenn ich dort gewesen wäre. Aber es kam alles anders. Hast bestimmt auch immer Angst, selber jeden Tag abgeschoben zu werden, wa? Ja, natürlich, weil, schau mal, meine Eltern, immer wenn die von der Ausländerbehörde kamen, die kamen nie mit Lächeln zurück. Die meinten so, scheiße, die haben uns diesmal nur 2 Monate gegeben. Manchmal haben die auch nur 2 Monate gegeben, Bruder. Und du musstest dort von morgens bis abends warten, bis du geduldet, also bis du deine Duldung bekommst. Ja. Hast du keine Duldung, kann die Polizei dich auf der Straße nehmen und sofort abschieben. Ja? Und es gab eine Aktion, die werde ich nicht vergessen. Da, also wir haben immer regelmäßig Briefe zu uns ins Flüchtlingsheim bekommen, aber Digga, wir konnten kein Deutsch, wir haben nichts verstanden. Es gab eine Kirche in Kreuzberg und da gab es eine Kroatin und eine Deutsche, die war keine Anwältin, aber sie war, wie heißt das? Also sie kannte sich mit dem Thema sehr gut aus. Ich weiß nicht, es gibt nochmal eine Stufe tiefer unter Anwältin. Und sie auf jeden Fall hat das alles der Kroatin erklärt. Mein Vater konnte kann bis heute noch Serbisch und Kroatisch, weil er damals zum Wehrdienst musste in Jugoslawien. Und die haben einfach zu uns gesagt, dass in dem Brief steht, dass wir innerhalb von 14 Tagen Deutschland verlassen müssen. Also du kannst davon ausgehen, Digga, entweder bleibst du 14 Tage oder du machst das, was in dem Brief steht. Da stand drin, sie brauchen 2 biometrische Fotos, kommen sie mit Flugtickets zu uns in die Ausländerbehörde und sie werden dann zum Flughafen gebracht. Ansonsten holen wir euch ab. Dicker, mein Vater, der hat einfach gesagt, ich werde nicht hingehen. Ich werde zum Termin nicht gehen, ich werde die biometrischen Fotos nicht machen und ich werde mir kein Flugticket ziehen. Weil Bruder, also uns in der Heimat hat ein kaputtes, verbranntes Haus erwartet. Ein Land, was komplett zerstört ist vom Krieg. Kein Gesetz, keine Regel, keine Sozialhilfe für Leute, die geflüchtet sind. Es gab nichts, also es gab einfach gar nichts. Wirtschaftlich bestimmt auch sehr schwach. Bruder, das Land sah aus wie Afghanistan nach dem Krieg. Alles bombardiert, ganz schlimm. Und mein Vater, der hat ein Schreiben geholt aus dieser Kirche. Und als die Polizei gekommen ist, die wollten uns abschieben, hat er einfach nur diesen Zettel gezeigt.
Und dieser Zettel, Dicker, überleg mal, das ist ein A4-Blatt. Und da steht einfach irgendwas drauf. Die Polizisten, die hatten schon diese komischen bunten Taschen mitgenommen, damit wir nur 20 Kilo mitnehmen, damit wir uns zum Flughafen bringen. Aber dieses Stück Papier ist der Grund, warum ich heute da bin. Die sind wieder abgezogen. Unglaublich. Die ersten 7 bis 8 Jahre meines Lebens war ich da. Und nach 8 Jahren hatten sie Ausländerbehörde. Du kannst fahren, Bro. Passiert. Du kannst. Musst du sagen, wo lang? Nach 8 Jahren hat uns die Ausländerbehörde genehmigt, dass wir in eine Wohnung ziehen dürfen. Also wir dürfen sozusagen aus dem Flüchtlingsheim raus. Das hätte aber schon 2 Jahre vorher passieren müssen. Aber die wollten uns abschieben, deswegen haben wir uns keine Genehmigung für eine Wohnung, Digga, eine ganz normale Wohnung. Weil du musst dir vorstellen, so ein Flüchtlingsheim, das ist so, das hat eine Gemeinschaftsdusche, eine Gemeinschaftsküche. Praktisch, du gehst da rein, Digga. Es kann sein, dass da gerade einer aus der Dusche rauskommt. Es gab so 5, 6 Duschen, aber das war alles so. Hier rechts? Kannst du hier rechts fahren, ja. Ja, es war nichts Ganzes, nichts Halbes, so. Das war voll der Scheiß, Mann. Ja. Und ja, dann hat mein Vater, nachdem wir den Aufenthalt bekommen haben, also wir haben dann tatsächlich nach fast 10 Jahren den Aufenthaltstitel bekommen. Ja, und damit durften wir dann sozusagen bleiben. Aber das hat sich auch hingezogen, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es 10 oder 15 Jahre waren. Es kann sein, dass ich mich auch irre, aber es hat sich auf jeden Fall sehr weit hingezogen, ja. Stark, dass ihr das auf jeden Fall so gerockt habt zusammen, ja. Digga, das ist krass. Das sind Geschichten, Digga, die erzählt dir nicht jeder so. So, Dicker, das ist die Hütte, wo ich gelebt habe. Bis ich 8 ungefähr geworden bin, habe ich oben in der 5. Etage gewohnt. Sehr eindrucksvoll aus, ja. Krass, oder? Wir können ja mal ein bisschen da rangehen. Sehr authentisch. Und wenn du jetzt beispielsweise oben in der 5. Etage siehst, siehst du immer 2 große Fenster und dann rechts nach den 2 siehst du mal so ein kleines. Ja. Und dieses kleine Fenster ist der Eingang zur Küche, zur Gemeinschaftsküche. Ah, okay. Ja, Mann. Und in dieser Gemeinschaft... Nun waren wir da. Zusammen standen wir vor dem Asylheim, wo ich meine Kindheit verbrachte. Als Kind kam mir der Hof vor dem Eingang so groß vor. Jetzt sieht das alles so leer und verlassen aus. Wolltest du damals schon immer hier bleiben? Als Kind wusstest du ja jetzt nicht, dass es vielleicht noch andere Optionen direkt gibt. Ich sag dir so, Bro, wenn du gewohnt bist, hier zu wohnen, dann willst du hier nicht weg. Und als wir immer diese Plattenbauwohnung gesehen haben, an sich ist diese Plattenbauwohnung hinter uns nichts Besonderes. Aber uns kam sie vor zu der Zeit, da wohnen die Reichen. Mhm. Da ist er so hoch, krass, immer sauber, sah immer von hier immer so aus wie, keine Ahnung, was Besonderes. Aber es war nichts Besonderes. Ich trage so viele Erinnerungen in mir für diesen Ort. Johnny konnte sich das nicht so richtig vorstellen, dass ich als Kind hier gelebt hatte. Aber es war so. Ich habe zwar in Berlin gelebt, jedoch konnte ich kein Wort Deutsch. Das weiß ich safe, weil ich dann irgendwann auch in die Schule gekommen bin. Ja. Und ich bin dann immer von hier bis zur Grundschule gefahren, immer von Hunschenhausen. Dann als ich 8 war, war ich dann nicht mehr hier. War ich auch schon fast in der 2., glaube ich, ja, wenn ich mich nicht irre. Ja. Was war so dein tollstes Erlebnis hier? Bruder, am meisten habe ich mich immer... Deine schönste Erinnerung. Also meine allerschönste Erinnerung war immer so Silvester, ja. Geburtstage und Ja, Bruder, also das waren so die schönsten Erlebnisse. So Geburtstage, Silvester war immer hier voll. Also auch, achso, was auch immer krass war, wenn die Leute geheiratet haben, Digga, da war hier auch richtig krass. Ne? Hier ist auch ein Hausflur, denke ich hier auch gleich, aber guck mal, das war so der Gang. Wenn hier die Polizei reinkam, Digga, da haben das alle mitbekommen. Der Polizei, der Einsatzwagen, der ist bis zur Tür vorne rangefahren. Wir konnten das immer von der 5. Etage aus sehen. Mhm. Und hier siehst du ungefähr so diesen Abschnitt. In diesem Abschnitt stand dann immer so dieser Sicherheitstyp, sag ich mal. Der hat die alle reingelassen und dann sind die hier reingestürmt. Ja. Und in jedem Zimmer hat praktisch eine Familie gewohnt. Das ist krass, ne?
Schon krass, dass sie damals auch geheiratet haben. Ja, die haben hier geheiratet, Bruder. Albaner, die sind durchgedreht, ja. Und das Krasse war gewesen, Bro, wenn Hochzeiten waren, ne? Wenn Hochzeiten gewesen sind, Digga, albanische Musik, die Braut hier, alles so mit Konfetti und mit alles mit Rosen rumgeworfen, das war immer mega krass, ja. Aus der Gemeinschaftsküche konnte man die verschiedenen Gerichte riechen. Ich würde sogar behaupten, dass diese Momente aus heutiger Sicht dafür verantwortlich waren, wieso ich die asiatische Küche und Vietnamesen mag. Zwar habe ich keinen Kindergarten besucht, jedoch gab es in der zweiten Etage einen großen Raum, wo man freiwillig mit anderen Kindern spielen konnte. Meine Mutter hat mir und meinen Geschwistern immer wieder gesagt, dass wir uns darauf vorbereiten sollen, dass wir demnächst nach Hause fahren müssen. Als Kind verstand ich das nicht, wieso uns die Deutschen in ein Land zurückschicken wollten, obwohl man wusste, dass wir dort vor dem Nichts stehen würden. Schließlich gehörte ich ja irgendwie zu Deutschland, weil ich auch hier geboren war. Ich war total überfordert und habe mich auf meine Eltern verlassen. Für mich war es sowieso nur wichtig, dass meine Eltern bei mir waren. Alles andere war mir egal. Natürlich kann ich mich auch an schlimme Momente erinnern. Es kam ziemlich häufig vor, dass irgendwelche Nachbarn von uns abgeschoben wurden. Diese Aktion geschah meistens gegen 3 oder 4 Uhr morgens. Ganze Mannschaftswagen voller Polizisten stürmten in unsere Unterkunft und haben den Familien 20 Minuten Zeit gegeben, das Wichtigste mitzunehmen und wurden im Anschluss zum Flughafen gebracht. 30 Quadratmeter, lass mich lügen, 30. Uns wurde auch nicht mehr zur Verfügung gestellt. Ja. Du musst dir vorstellen, dieses Zimmer war zwar sehr klein, aber mein Vater und meine Mutter, die hatten die Idee, dass wenn Gäste kommen und so, ne, man will ja auch ein bisschen auch so ein Wohnzimmer haben und ein Schlafzimmer. Deswegen haben sie hier Schränke geholt und haben diese Schränke bis hier hingebaut. Ja. Hier waren praktisch Schränke und dann haben die gesagt, dieser Teil ist dann zum Schlafen und der vordere Teil ist dann sozusagen zum Gästeempfang, Fernseher gucken. Ich weiß noch ganz genau, wie es war. Hier war unser Esstisch, hier war unsere Kommode mit Röhrenfernseher, hier war die Satellitenschüssel und in der Satellitenschüssel haben wir immer Dragon Ball geguckt. Wenn irgendwas gewesen ist mit Dragon Ball und Wind und so, musste man immer hier draußen so die Antenne festhalten, dass Dragon Ball weiterläuft. Digga, das sind so Kindheitserinnerungen. Unglaublich. Hier war so die Couch und so. Richtig krass. Ist schon mega, Digga. Und die Tapete ist abgerissen worden. Also es gab eine richtig lustige Aktion, die muss ich dir erzählen. Ja. Hier ist einmal eine Katze reingerannt. Eine Katze ist von unten in unsere Wohnung reingerannt. Und als die Katze dann hier war, sind alle durchgedreht. Ja. Weil bei uns, Digga, in Albanien, man hält keine Katzen zu Hause. Also zu der Zeit, jetzt kann es sein, dass die Leute ein bisschen anders sind, aber zu der Zeit hat man keine Katzen gehalten im Haus. Okay. Mein Bruder, er versucht die Katze zu fangen und dann hatte er sie in so einem Karton. Und mein Vater sagt zu ihm, mach die Tür auf, damit die Katze rausrennen kann. Und er hat nicht die Tür aufgemacht, er hat die Tür aufgemacht, die Balkontür. Er dachte, die Katze, Digga, springt aus dem Balkon. Digga, diese Aktion ist so legendär. Bis heute weiß ich nicht, was auf diesem A4-Zettel stand. Jedoch bin ich der Kirche so dankbar, dass sie uns und vielen anderen Familien verhalf, die Duldung zu verlängern. Den Behörden hier vor Ort war es wohl egal, wohin sie die ganzen Familien mit kleinen Kindern tatsächlich brachten. Hätte es uns getroffen, wären wir auf der Straße gelandet. Denn unser Haus wurde von den Serben im Krieg verbrannt. Somit hätten wir vor dem Nichts gestanden. Ja, Bro, das war meine Wohnung. Da bin ich groß geworden. Krasser Eindruck, Mann. Das ist wirklich krass. Ich zeig's mir erst jetzt nach Jahren, ja? Ja, ich wusste ja nicht, Bro. Es kam mir irgendwie nie zur Sprache. Weißt du, wenn man halt darüber nicht redet, so, dann kommt man halt irgendwie nicht dazu. Wie man unschwer erkennen kann, steht nicht nur ein Gebäude vor uns. In all diesen grauen Gebäuden haben Flüchtlinge aus aller Welt gelebt. Es gab Flüchtlinge aus dem Kosovo, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Vietnam, Aserbaidschan, Tschetschenien und so weiter. Digga, willkommen in der Asylunterkunft. Krass, oder? Ja, Mann. Es war immer wieder aufregend, als Kind so viele Kinder aus so vielen Kulturen kennenzulernen und mit ihnen zu spielen. Man musste die Sprache des anderen nicht kennen.
als Kind versteht man sich auch ohne Worte. Ich denke immer wieder gern an diese Zeit zurück. Auch wenn dieser Ort heute sehr kalt und vielleicht gruselig aussieht, war es damals voller Menschen und es gab viele Aktivitäten. Ja. Und in diesem Flur gab es immer so rotes Licht. Und in diesem roten Licht hatte ich immer voll Angst, in diesen Zwischenraum zu warten, weil du musstest klingeln, es musste immer jemand separat die Tür aufmachen. Ja. Und das war schon immer richtig krass. Hier hast du zum Beispiel so ein Loch. Hier muss man aufpassen, dass man nicht reinfällt, ey. Leider erkennt man den Spielplatz im Innenhof nicht mehr mit der langen roten Rutsche. Jeden Sommer verbrachte ich meine Zeit gemeinsam mit meinen Geschwistern auf diesem Spielplatz. Regelmäßig kam der Eiswagen vorbei, wo sich gefühlt jeder Kenneck ein Eis kaufte. Junge sowie Alte, aber die meisten waren doch Kinder. Allein die Glocke des Eismannes ist unvergesslich. Was für eine geile Zeit. An kalten Tagen blieben meine Freunde so gut wie alle zu Hause und spielten Sega oder Nintendo 64. Ich hingegen war oft mit meiner Schwester draußen und haben zusammen gespielt. Es gibt sogar Bilder davon, aber die meisten trage ich davon in mir. Oft frage ich mich, was aus mir geworden wäre, wenn ich im Kosovo oder in Albanien in Armut aufgewachsen wäre. Dazu kam noch der Krieg. Ich wäre wahrscheinlich ein anderer geworden. Das Ganze ist wie ein Kartenspiel. Man kann sich eben nicht aussuchen, welche Karten man zieht und in der Hand hält. Das Wichtigste ist, dass man mit den Karten so gut wie möglich spielt, um später als Gewinner aus der Sache zu kommen. Johnny hörte sich jede Story an, die mir gerade in den Kopf kam. Er war jemand, der mich gut verstand. Denn keiner von uns kam aus reichen Familien. Gewisse Verhaltensmuster von Menschen, die mit uns Tür an Tür lebten, verstehe ich bis heute nicht. Es gab einmal den Fall, welchen ich persönlich mitbekam. Ein Roma aus Serbien war so gut wie jeden Abend mit seinen Kumpels am Saufen. Man sah sie jeden Tag besoffen. Es wurde gesungen, gepöbelt und jeder von ihnen war stärker als der andere. So sahen sie sich zumindest im Rausch. Aus heutiger Sicht wundere ich mich, wieso denen zu der Zeit keiner aufs Maul haute. Das Geld, welches er vom Staat bekam, gab der Verwirrte für Alkohol und Zigaretten aus. Man bekam es mit, dass zwischen ihm und seiner Ehefrau jedes Mal Streit entstand. Der Kühlschrank war wohl immer leer und so strickte die Frau Socken, Pullover und andere Dinge und verkaufte sie von Tür zu Tür an andere Flüchtlinge. So verdiente sie etwas Geld für sich und ihr Neugeborenes. Dem Ehemann war es vorerst egal gewesen, denn so konnte er mit seinen Freunden weitersaufen und wurde von der Frau nicht gestört. Eines Abends haben seine sogenannten Freunde ihn auf seine Frau aufgehetzt. Sätze fielen wie: Viele behaupten, dass deine Ehefrau eine Schlampe ist. Sie geht von Tür zu Tür und verkauft ihren Körper. Sowas darfst du nicht mit dir machen lassen. Du bist ein Mann, der auf seinen Ruf achten muss. Was glaubst du, was der Rest der Familie sagt, wenn sie sowas hören und wissen, mit wem du zusammen bist? Solche Sätze sowie viele ähnliche sind gefallen. Und dann ging's los. Der Ehemann ging voller Wut und unter hohem Alkoholintus in das Zimmer, wo die Ehefrau sich befand, und fing an, auf sie einzuschlagen. Das Ganze endete damit, dass er sie aus dem 5. Stock aus dem Fenster warf und er von der Polizei festgenommen wurde. Übrig geblieben war ein kleines, neugeborenes Kind, eine tote Mutter und ein besoffenes Arschloch. Traurig. Einfach nur traurig. Ich wünsche sowas keiner Frau auf dieser Welt. Als Kind habe ich solche und auch ähnliche Dinge miterleben müssen. Man merkt eben, dass zu viele Kulturen aufeinander lebten, sowie das Verlassen der eigenen Heimat die Menschen veränderte und auch überforderte. Ja, Dicker, jetzt habe ich dich gebracht. Ich wollte es dir einmal zeigen. Was hältst du davon? Digga, hat mich echt gefreut, dass du es mir gezeigt hast, ja. Ja, aber mich hat es auch... Sehr eindrucksvoll. Mich hat es auch gefreut, das mal nach langer Zeit mal wiederzusehen, ja. Aber safe. Ich habe es dir gesagt, es ist sehr groß und es ist auch sehr, sehr viel zu sehen, ne? Safe. Mach mal Respekt, Bruder. Ja, Mann, du siehst ja, wir sind jetzt alle älter geworden. So war das gewesen.
das war meine Vergangenheit. So bin ich groß geworden, so sah meine Vergangenheit aus. Natürlich war das zu der Zeit, wo ich noch da gelebt habe, voller Menschen. Es hatte eine gewisse Schönheit noch gehabt, auch wenn man sich das vielleicht von den Bildern her nicht so vorstellen kann. Nichtsdestotrotz war es wirklich sehr, sehr schön damals, weil es waren sehr viele Kinder auf dem Hof. Mein Vater, ich kann mich noch gut daran erinnern, er hat früher auch mal gerne gegrillt und hat alle Kinder, die so dort gewesen sind, auch eingeladen zum Essen und Eltern und so weiter und so fort. Und es war, auch wenn es schwierig war für meine Eltern, war es für mich als Kind ein Abenteuer. Ich habe so viele Aktivitäten da gehabt. Es gab regelmäßig Vereine und Sozialarbeiter, die sich da bereit erklärt haben, den Kindern auch ein bisschen Programm zu bieten. Man hatte eigentlich immer irgendwas zu tun. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich nach so vielen Jahren auch automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hätte, damit man sich wenigstens auch mal angekommen fühlt in diesem Land. Ich habe in meinem Leben einen jugoslawischen Pass gehabt, einen serbischen Pass gehabt. Als ich dann staatenlos gewesen bin aufgrund des Krieges im Kosovo, hatte ich für ein Jahr einen deutschen Pass. Der wurde mir dann nach einem Jahr wieder entzogen, weil Kosovo sich als unabhängig erklärt hat. Und dann musste ich mit dem deutschen Pass nach Kosovo reisen und musste mir dort einen Kosovo-Pass erstellen. Heißt, ich bin 26 Jahre alt und ich hatte bisher 4 Staatsbürgerschaften. Keins davon hat wirklich mir im Leben so viel gebracht, weil egal wo ich jetzt reisen möchte, mit dem Kosovo-Pass, das ist immer sehr, sehr schwierig. Wenn man sich das jetzt vorstellt, ich lebe, kann man sagen, zu 90% in Deutschland und werde laut den Dokumenten immer noch so behandelt wie ein Ausländer, der beispielsweise seit 2-3 Monaten hier ist. Und dann finde ich das schon wirklich hart. Der nächste Schritt ist natürlich, dass ich den deutschen Pass beantrage und ich auch hoffe, dass es da keine größeren Schwierigkeiten gibt. Mit dem deutschen Pass denke ich mal, dass man sich auch dann in diesem Land so endlich angekommen fühlt. Dass man nicht das Gefühl hat, okay, wenn mein Pass abläuft, muss ich wieder nach Kosovo und muss dann meine Staatsbürgerschaft oder meinen Pass verlängern oder einen neuen Pass beantragen. Und alles, was passiert, läuft immer über die Kosovo-Behörden. Das Problem ist aber einfach nur, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wenn es auch so mit Reisen und so in meiner Zeit, wo ich frisch verheiratet war und Asima mit ihrem bosnischen Pass mit nach Kosovo kommen wollte, da hat sich die Kosovo-Botschaft hier in Berlin sehr, sehr schwierig mitgetan. Die wussten nicht, wie sie arbeiten sollen. Die Kosovo-Botschaft hier in Berlin ist mit fast allen Anträgen, die man da einreicht, überfordert. Es ist schwierig. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich dann auch gesagt habe, ich möchte die Kosovo-Staatsbürgerschaft irgendwann abgeben. Denn wenn ich zurück überlege, was für ein Ärger ich hatte, nur mit Papieren, damit ich heiraten kann, weil ich musste ja meine ganzen Papiere aus Kosovo bringen, auch wenn ich hier geboren bin, musste ich trotzdem meine ganzen Papiere aus Kosovo herbringen, übersetzen lassen. Ich musste einen Stempel raufgeben vom Notar, also einen Stempel geben lassen und dann durfte ich hier heiraten. Also ich durfte keine deutsche Geburtsurkunde aus Lichtenberg bringen, nein, ich musste nach Kosovo, musste eine Geburtsurkunde ausdrucken lassen, beantragen und hierher bringen. Das muss man sich mal vorstellen. Obwohl ich hier geboren bin, musste ich trotzdem eine Geburtsurkunde aus Kosovo bringen. Ich durfte keine deutsche abgeben. Also ganz viel Bürokratie, ganz viel Kraft. Umso mehr bin ich froh, dass ich heute an so einem Punkt angekommen bin, dass ich meinen Aufenthalt nicht verlängern muss. Ich kann hier für immer leben und der nächste Schritt ist tatsächlich, deutscher Staatsbürger zu werden. Ich hätte mir viele Sachen anders gewünscht zu der Zeit. Dass es einfacher ist, sage ich mal, aus einem Migranten oder aus einem Immigranten, sage ich mal, einen Deutschen zu machen. Das ist so, sehr viele meiner Freunde, die ich damals im Asylantenheim kennengelernt habe, sind irgendwann erwachsen geworden, haben geheiratet. Aber ich würde einfach nur mal sagen, so 10-20% von denen haben wirklich was aus ihrem Leben gemacht. Und der Rest, ja, die sind dann wohl in eine andere Richtung gegangen. Und warum sind sie in eine andere Richtung gegangen? Grob gesagt, eigentlich hat man es nicht nötig, in Deutschland kriminell zu werden. Aber sobald es kompliziert wird für einige Leute, ist das wahrscheinlich der einfachste und schnellste Weg, an Geld zu kommen. Ich habe von meinem Vater gelernt, dass ich Geduld mitbringen muss, auch wenn ich ein sehr, sehr, sehr ungeduldiger Mensch bin. Aber ich habe gemerkt, wenn man Geduld im Leben hat, nur zu Momenten, wo es tatsächlich notwendig ist, schnell zu handeln, hat man Vorteile im Leben. Manchmal sollte man sich auch die Situation ein bisschen beobachten, egal um was es geht, weil manchmal lösen sich auch Probleme von selbst. So.
Und ich habe was aus meinem Leben gemacht. Ich habe aus dem langen, langen Weg, den meine Eltern auf sich genommen haben, nach Deutschland gekommen sind. Ich habe die Schule hier regelmäßig besucht. Ich habe einen Abschluss gemacht. Ich habe eine Ausbildung hier gemacht. Ich habe mein eigenes Gewerbe heute in Berlin und bin sehr froh, dass ich hier leben kann. Dass ich die Schule hier gemacht habe, dass ich die Mentalität der Menschen, die hier vor mir gelebt haben, gelernt habe, dass ich die Regeln und eben auch die Sprache gelernt habe. Das sind auch so Sachen, die meiner Meinung nach wichtig sind, um sich in so eine Gesellschaft einzubringen. Es ist nicht nur die Sprache. Man kann die Sprache so gut können, vielleicht sogar besser als ein Deutscher. Wenn man aber mit dem Kopf und mit der Seele und mit dem Körper hier nicht angekommen ist, dann bringt die Sprache einem gar nichts. Man muss die Möglichkeiten hier sehen. Man muss die Möglichkeiten hier auch erkennen, die man in unseren Ländern eben nicht hat. Und ich bin sehr stolz auf dieses Land. Ich bin sehr stolz auf meine Wenigkeit, dass ich meine Chance hier genutzt habe. Im Namen meiner ganzen Familie kann ich mich auf jeden Fall an Deutschland bedanken, dass wir hier bleiben konnten. Ich würde einfach jedem mitgeben, wenn er die Möglichkeit hat, hier eine Ausbildung zu machen, hier eine Arbeit nachzugehen, sich hier weiterzubilden, das auf jeden Fall zu machen. Es kommt nicht immer darauf an, woher man kommt im Leben. Es kommt mehr darauf an, was man mit den Möglichkeiten, die man hier zur Verfügung gestellt bekommt, was man damit macht. Und zwischen diesen zwei Wegen, die man sich aussuchen kann, den geraden Weg zu gehen, mehr oder weniger, oder kriminell zu werden, habe ich mich für den geraden Weg entschieden. Die Chance, dass man vom Weg abdriftet und dass man in kriminelle Machenschaften kommt, ist hier wirklich sehr, sehr nah mit dem geraden Weg. Also man muss wirklich nur einmal kurz abdriften oder beziehungsweise ein paar Tage mit solchen Menschen bleiben und man kann sehr schnell reingezogen werden. Deswegen würde ich auch jedem empfehlen, sich Kreise anzugucken, wo man gerne bleibt, sich die Menschen genau anzugucken, mit denen man bleibt, dass man nicht in irgendwelche Kreise kommt, was einem später vielleicht zum Verhängnis wird. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar mit dem, was mir hier geboten wurde. Es hätte natürlich alles besser sein können, logisch, aber es hätte auch alles schlimmer sein können. Nutzt eure Chance, egal wo ihr herkommt. Solange ihr hier seid, habt ihr die Möglichkeiten, aus eurem Leben sofort was zu ändern. Wenn ihr mit irgendeiner Situation nicht zufrieden seid, kann man sofort die Situation ändern. Man muss es halt nur wollen. Und bei mir ist es halt so gewesen, dass ich gesagt habe, ey, ich komme aus dem Loch. Ich komme aus einem Flüchtlingsheim, ich komme aus einer Flüchtlingsfamilie. Ich nehme auf jeden Fall die guten Sachen aus meiner Familie mit und nehme auch die guten Sachen von Deutschland mit. Und somit habe ich halt sozusagen eine Seite von mir, die sehr albanisch tickt und die andere Seite tickt eben sehr deutsch. Das beides in Kombination hat mir auf jeden Fall bei meinem Job Vorteile gebracht, denn ein Kunde, der beispielsweise aus Albanien kommt, ist natürlich froh, wenn er einen Landsmann vor sich hat, der die Muttersprache spricht. Jedoch findet er es auch gut, dass ich pünktlich bin. Der Kunde findet es auch gut, dass ich sehr genau bin in der Arbeit, die ich mache. Das sind eben diese zwei Sachen, ne? Die Pünktlichkeit der Deutschen, den Charme und die Mentalität von den Albanern in Kombination kann einen sehr guten Geschäftsmann machen. Und ich habe das sehr gut gemeistert und ich werde das auf jeden Fall weiter ausbauen und ich werde alle, die nach mir kommen und meinen Kindern und die Kinder meiner Kinder und meinen Mitarbeitern und mein Team rings um mich herum, das auf jeden Fall weitergeben und die darauf trainieren, dass die hoffentlich diesen Stolz und diese Energie zum Arbeiten auf jeden Fall mitbringen.